So, hier haben wir die neue Imolent MS 03W, das Modell mit dem warmweißen Licht. Ca. 13'000 Lumen Leistung bei dieser Lampe. Ist im Prinzip identisch zu der MS 03. Der einzige Unterschied ist hier die Lichtfarbe. Bei der W-Version haben wir das warmweiße Licht, bei der MS 03 ist ein kaltweißes Licht vorhanden. Wir sind hier momentan im Low-Modus und wir gehen direkt in Turbo in 3, 2, 1. Und jetzt haben wir die volle Leistung via Doppelklick. Sehr, sehr viel Licht. Und vom Unterschied her, hier kann das einerseits eine Geschmackssache sein bei der Leuchtfarbe. Vom warmweißen zum kaltweißen Licht variiert, aber auch natürlich je nach Verwendungsbereich, je nach Einsatzbereich kann man sagen, gibt es Vor- und Nachteile. Das warmweiße Licht wirkt ein bisschen beruhigender, das kaltweiße Licht allerdings kann erfrischender wirken und auch heller. Allerdings von der Helligkeit her ist das minim der Unterschied. Es wirken beide Modelle sehr, sehr hell. Und ganz klar ist natürlich zu vermerken, dass der Turbo für eine gewisse Zeitdauer verfügbar ist, bis die Ampere eine gewisse Temperatur erreicht und dann tut sie automatisch abregulieren. Das heisst, nach ca. 30 Sekunden wird jeweils die Helligkeit abgestuft. Wir sind jetzt hier nochmal in die Turbo gegangen. In die volle Leistung. Die Lampe ist vorher schon ein paar Mal gebraucht worden im Turbo. Das heisst, nach ein paar Sekunden kommt dann schon der Step-Down, wo die Helligkeit abreguliert wird, damit sich das Gehäuse nicht allzu fest erwärmt. Wir sind jetzt hier noch mal im Low-Modus, im tiefsten. Und auch im tiefsten Modus sehen wir nach wie vor genug, für so unterwegs zu sein, zu marschieren. Man sieht immer noch den Weg vor sich. Und noch einmal kurz gehen wir in Turbo via Doppelklick in 3, 2, 1. Volle Leistung. Mit der MS 03W von Imolent. Die Lampe ist betrieben von einem Stück 21700 Akku. Da ist so im Lieferumfang inklusive. Und die Lampe ist praktisch für kurze Einsätze, wo man dann jeweils auf einen kurzen Zeitraum schnell ein bisschen mehr Lichtreserve hat. Für einen grösseren Einsatz mit sehr viel Licht ist ganz klar natürlich ein grösseres Modell zu empfehlen. Dort ist einerseits die Kühlung nachher besser, dadurch, dass man dann mehr Volumen hat bei der Lampe. Und andererseits ist dort klar natürlich auch die Akkukapazität ein Vorteil. Das ist hier natürlich limitiert bei der MS 03 oder MS 03W. Das ist wirklich eine Lampe, wo praktisch ist, für zum Mitnehmen, für unterwegs, für den Gurt zu tragen, für grössere Einsätze mit sehr viel Licht über längere Zeitperioden, das heisst über 10 Minuten oder eine halbe Stunde, wo man dann wirklich viel Licht braucht, konstant. Dort ist klar eine grössere Lampe von Vorteil, das heisst zum Beispiel die DX80 oder auch für noch etwas mehr Licht die MS-18. Oder MS-18W, dort wiederum ist es genau das gleiche. Die MS-18W ist mit dem warmweißen Licht ausgestattet. Ist ideal für sehr, sehr viel Licht, eine grosse, starke Beleuchtung in der näheren Umgebung. Und für grössere Distanzen, klar, die R90TS ist nachher dort von Vorteil. Dort haben wir schon einen relativ fokussierten Strahl, wesentlich mehr Fokus. Es ist mehr Leuchtenstand vorhanden bei der R90TS, allerdings insgesamt weniger Licht.
kommt wirklich ganz auf die Umgebung drauf an. Weitere Infos zu all diesen Modellen findet ihr auch im Onlineshop unter www.imalend.ch. Besten Dank fürs Zuschauen. Und dann freue ich mich jetzt auf eure Nachricht oder auch direkt auf eure Bestellung. Bei Fragen findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten direkt im Shop. Ihr könnt aber auch einen Kommentar hinterlassen. Besten Dank soweit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.